Hallo YouTube, willkommen zu einem besonderen Video zu der Form von Kräften. Bevor wir aber anfangen, will ich noch ein paar kurze Sachen sagen. Und zwar hatte ich in letzter Zeit leider eine Erkältung und konnte deswegen keine Videos machen. Und zusätzlich sind meine Daten verloren gegangen. Mein Harddrive ist abgestürzt und dementsprechend habe ich jetzt die ganzen Videos, die ich vorbereitet habe, nicht mehr da. Das heißt, ich konnte auch nichts uploaden, gar nichts. Und mittlerweile ist jetzt alles aussortiert, also die Erkältung klingt gerade ab, meine Nase ist noch ein bisschen zu, aber ich hoffe, das stört nicht zu sehr. Und naja, mein Harddrive kann ich leider nicht mehr benutzen. Das heißt natürlich, dass ich alle Videos, die ich jetzt schon mal gedreht habe, nochmal drehen muss. Unter anderem dieses Video zu der Form von Kräften. Wir wollen uns heute anschauen, welche besonderen Formen Kräfte haben können, damit sie invariant unter Galilei-Transformation sind, und zwar sogar forminvariant. Dazu sollte ich ein paar Sachen sagen. Die Galilei-Transformation ist ja eine Transformation unseres Koordinatensystems. Und es geht eigentlich nur darum, wie Kräfte aussehen unter verschiedenen Transformationen. Das heißt, wenn ich die Zeit irgendwie verändere, wie sieht dann meine Kraft aus? Und normalerweise ist das dann einfach so, dass die Kraft zwar eine andere Form hat, anders aussieht, aber immer noch dieselbe Kraft ist, dasselbe physikalische Objekt. Denn wir betrachten es zwar von einer anderen Sichtweise und somit sieht es anders aus, aber es ist immer noch derselbe Vektor, immer noch dasselbe Objekt. Und damit hat sich eigentlich an der Kraft selber nichts verändert, nur an ihrer Form. Es gibt jedoch ein paar ganz besondere Kräfte, die selbst von ihrer Form invariant sind unter Galilei-Transformation. Die wollen wir uns heute anschauen, weil sie eine besondere Klasse der Kräfte darstellen. Das soll nicht heißen, dass andere Kräfte irgendwie schlecht sind oder falsch sind oder sowas. Das soll nur heißen, dass wir hier einen gewissen Einblick darin kriegen, dass manche Kräfte vielleicht besonderer sind als andere. Fangen wir an mit einem kurzen Rückblick auf unsere Galilei-Transformation. Unsere Galilei-Transformation besteht aus drei verschiedenen Teilen. Einer Zeittranslation, indem wir unseren Ursprung hier vorne um einen Zeitursprung T0 hier vorne bewegen, in der Zeit. Dann haben wir unsere Translation unseres Koordinatensystems, wo wir das örtlich machen, und zwar auch mit so einem gewissen Ursprung hier vorne, c. Und zusätzlich können wir hier vorne noch einen Geschwindigkeitsterm haben. Das heißt, wir dürfen hier sogar eine lineare Bewegung haben, eine lineare Geschwindigkeitsbewegung. Gemerkt sein sollte, dass hier keine beschleunigte Bewegung drin ist. Hier ist kein Beschleunigungsterm oder höhere Ordnungsterme, sondern nur ein konstanter und ein linearer Term. Schließlich haben wir noch die Rotation des Koordinatensystems, ausgedrückt durch diese Drehmatrix D hier vorne, die nicht zeitabhängig ist. Wenn diese Drehmatrix hier D zeitabhängig wird, dann kriegen wir sogenannte Scheinkräfte. Dazu werde ich auch noch ein Video drehen, also keine Sorge. Schauen wir uns nun an, welche Kräfte nun wirklich invariant sind unter diesen Galilei-Transformationen. Dazu nehmen wir einfach mal die ganz normale newtonsche Gleichung hier vorne. Masse mal Beschleunigung ist gleich eine Kraft, die abhängen darf von beliebigen Orten, beliebigen Geschwindigkeiten und der Zeit aller Teilchen. Und das gilt natürlich für jedes einzelne Teilchen, das heißt für mi, ri und die ite Kraft. Und die hängt von allen anderen Teilchen ab, also von allen rj und allen rj-Punkts. Wir wenden dann hier gleich eine Drehmatrix an, aber das wird eine ganze Schreibarbeit, wenn wir immer dieses d hoch minus 1 hier vorne hinschreiben müssen. Deswegen nenne ich einfach mal das Inverse dieser Drehmatrix d hier vorne unsere Drehmatrix b. Das Inverse einer Drehmatrix ist immer noch eine Drehmatrix. Und wir haben schon ein bisschen darüber gelernt, so wie man mit diesen Drehmatrizen umgeht, mit der Drehmatrix D und mit der Drehmatrix B. Und wir haben gesehen, dass oftmals ein Unterschied zwischen aktiver und passiver Transformation ist, wie die Koordinaten dort transformiert werden, ob die mit dem Inversen oder mit der Matrix selbst transformiert werden. Deswegen ist es oftmals hilfreich, sich sowohl die Matrix als auch in ihr Inverses einen besonderen Namen zu geben. In diesem Fall nennen wir die Matrix selber D und ihr Inverses nennen wir B. Dann können wir relativ leicht ausschreiben, wie wir denn transformieren. Naja, wir haben unseren Ortsvektor R hier vorne, der ist ausgerechnet gegenüber einem neuen Ursprung, also minus R0 hier vorne im Vergleich zu R0 rechnen wir das aus. Und dann drehen wir das Ganze noch. Dann haben wir noch diese D hier vorne dran multipliziert und das gibt uns unseren neuen Ortsvektor, Groß R. Und der große R-Vektor und alles Große wird hier einfach das im neuen System sein. Und daraus folgt natürlich auch einfach, wenn wir umstellen, wie wir von unserem neuen Ortsvektor auf unseren alten wieder zurückkommen, indem wir wieder zurückdrehen und unseren Ursprung wieder zurücksetzen. Und dann haben wir wieder unseren alten Vektor. Wir wollen uns nun anschauen,
wie man von hier oben auf das hier unten kommt. Und dafür multiplizieren wir diese ganze Gleichung einfach mit unserer Drehmatrix D. Dann wird nämlich aus unserem Geschwindigkeitsvektor hier vorne, wird dann dieser Ableitungsvektor von dem Groß R. Und warum? Naja, die Matrix ist nicht zeitabhängig. Das heißt, an der Matrix können wir die Zeitableitung einfach vorbeiziehen von R Punkt Punkt. Und das heißt, die einzigen beiden Terme sind die beiden Terme hier vorne, die das doppelte Punkt kriegen. Der R0-Term hat nur einen linearen Term, keinen quadratischen Term. Das heißt, R ist unbeschleunigt. Das heißt, der Term fällt dann komplett weg. Übrig bleibt also nur D mal R Punkt Punkt. Das heißt, wenn wir unsere D-Matrix hier an dieses R Punkt Punkt dran stellen, kriegen wir das Groß R Punkt Punkt raus. Schließlich haben wir auf der anderen Seite einfach das D hingeschrieben und es da stehen lassen. Und jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum machen wir denn sowas Seltsames? Und dazu kommen wir jetzt. Wir kommen jetzt nämlich zu einer wichtigen Forderung. Wir kommen jetzt zu der Forderung, dass ich sage, naja, unsere Kraft hier vorne, unsere Kraftgleichung hier vorne, Masse mal Beschleunigung, habe ich hier oben stehen und hier unten stehen. Und ich sage jetzt, das soll nicht nur gegeben sein, einfach durch, naja, unsere alte Kraft, die rotiert wird. Das wäre ja das Offensichtliche, das wäre das Normale, sondern ich will jetzt sagen, die ist forminvariant. Wie mache ich das? Na, ich sage, es soll die gleiche Funktion sein, hier vorne, die gleiche Funktion, fi, aber diesmal von den neuen Koordinaten. Ich sage also, dass dies die gleiche Form haben soll, die gleiche Form fi hier vorne, nur diesmal von den neuen Koordinaten. Und damit sage ich, dass wenn wir die alte Kraft transformieren, soll das das gleiche sein, als würden wir die alte Kraft von den neuen Koordinaten auswählen. Und das ist dann Forminvarianz. Wir sagen, wenn wir die Form verändern durch Transformation der alten Kraft, dann soll die Form die gleiche sein, die gleiche funktionale Abhängigkeit hier vorne, nur halt von den neuen Koordinaten. Und das ist unsere Aussage, mit der wir jetzt laufen werden. Das heißt, wir setzen jetzt diese beiden Sachen hier vorne, setzen wir jetzt gleich. Das ist unsere Forderung der Forminvarianz für unsere Kräfte. Die ist natürlich nicht allgemein. Nicht jede Kraft muss dieser Forderung entsprechen, aber diese Kräfte, die wir uns anschauen wollen, diese besonderen Kräfte, werden dieser Forderung entsprechen. Und dazu kriegen wir jetzt diese Gleichung hier vorne, die jetzt noch relativ simpel aussieht, weil wir noch ein paar Sachen dazu schreiben werden. Und zwar zuerst einmal vereinfachen wir alles. Und zwar nehmen wir hier ein Zweiteilchensystem, das geschwindigkeitsunabhängig ist. Das heißt, dass anstatt dass es von allen RJs abhängen darf, mit allen Geschwindigkeiten RJ Punkt, hängt es jetzt nur noch von zwei Teilchen ab. Und zwar dem Teilchen i und dem Teilchen j. Das heißt, es sind nur zwei Teilchen. Das heißt, wir haben hier nur eine Kraft von dem Teilchen i auf das Teilchen j oder andersrum. Und das ist unsere einzige Kraft hier vorne. Das heißt, wir haben nicht jetzt eine Kraft, die von allen Teilchen abhängen darf, sondern immer nur schöne Zweiteilchenkräfte, die noch nicht mal mehr von den Punkten abhängen, also von den Geschwindigkeiten abhängen, sondern nur von den Ortsvektoren selber. Das heißt, eine große Vereinfachung. Wir werden aber sehen, dass es trotzdem noch relativ allgemein ist. Die Geschwindigkeit macht in der wahren Rechnung eigentlich keinen großen Dreh aus. Deswegen, das ist nicht so groß. Zum anderen können wir aber sagen, dass viele Kräfte nicht Mehrteilchenkräfte sind, sondern immer nur zwischen zwei Teilchen wirklich agieren. Anstatt zu sagen, dass eine Kraft von allen anderen Teilchen abhängt, können wir oftmals die Kraft darauf zurückführen, dass wir jeweils die Kraft zwischen zwei Teilchen uns ausrechnen und dann sagen, naja, wir summieren einfach alle verschiedenen Kräfte. Und dann haben wir auch eine effektive Kraft zwischen allen Teilchen berechnet. Deswegen ist das oftmals eine gute Vereinfachung, sich erstmal ein Zweiteilchensystem anzuschauen. Und weil die Rechnung mit der Geschwindigkeit einfach nur schwieriger ist, aber nichts wirklich dazu gibt, machen wir das auch noch geschwindigkeitsunabhängig. Schauen wir uns jetzt an, was da für eine Gleichung rauskommt. Die sieht jetzt schon mal extrem anders aus. Wow, was habe ich denn hier gemacht? Von dieser Gleichung bin ich auf diese gekommen. Wie habe ich das denn geschafft? Na, erstmal habe ich aus den FIs, habe ich hier diese FIJs gemacht und auch hingeschrieben, wovon die abhängen. Dann haben wir rechts den Teil, der nochmal genau gleich aussieht, mit dem R und, naja, jetzt nicht mehr dem R-Punkt, sondern dem anderen R. Und hier links haben wir das R, das kleine R und das andere kleine R. So, das heißt, hier haben wir das große R, das große andere R. Das sieht schon mal gleich aus. Und hier vorne haben wir genau die gleiche D mal F. Und zwar eigentlich hier von den kleinen Rs. So, ich habe die kleinen Rs aber direkt wieder durch die großen Rs ausgedrückt. Das wird uns dabei helfen, jetzt die nächsten Schritte zu vollführen. Das heißt, das ist eigentlich das kleine RI. Und das ist eigentlich das kleine RJ. Die habe ich jetzt einfach nur durch diese großen RIs und großen RJs ausgedrückt. Von hier oben das kleine RI, das kleine RJ habe ich jetzt ausgedrückt durch das große RI, das große RJ. Und das kleine T durch das große T. Nachdem wir das gemacht haben, können wir jetzt nämlich endlich anfangen, über diese ganzen Sachen hier zu sprechen.
Und zwar werde ich das folgendermaßen machen. Ich werde diese Gleichung hier vorne benutzen und verschiedene Spezialfälle mir anschauen. Zum Beispiel, was passiert, wenn wir nur eine Zeittranslation machen oder nur eine Rotation machen oder nur eine Ursprungsverschiebung machen. Und dann werden wir immer sehen, oh, da passiert irgendwas Besonderes mit der Form der Kräfte. Die darf nicht sowas sein und die darf nicht sowas sein oder die muss nur sowas sein. Und dann werden wir sehen, dass nach und nach wir die Form dieser Kraft immer weiter einschränken. Und das können wir nicht machen, indem wir hier vorne eine Gleichung haben, wo links die Abhängigkeit von klein r ist und rechts die Abhängigkeit von groß r. Weil dann würden wir sagen, naja, was ist denn mit diesen Äpfeln? Wie vergleichen sie sich mit diesen Bananen? Und das macht keinen Sinn. Das ist wie Äpfel und Birnen vergleichen. Deswegen vergleichen wir nicht klein r und groß r, sondern wir vergleichen stattdessen, wie wir das klein r durch das große r ausdrücken. Also klein R0 plus B mal Groß R mit dem Groß R. Auf diese Art und Weise vergleichen wir hier auch wirklich Äpfel mit Äpfel oder Groß R's mit Groß R's. Und indem wir das gemacht haben, indem wir jetzt diese gleiche funktionale Abhängigkeit von dem RI, RJ hier vorne haben, können wir jetzt ganz viele Sachen sagen. Fangen wir zum Beispiel mal an mit einem relativ einfachen Fall. Wir sagen einfach, wir haben kein R0, wir haben kein B, wir haben kein gar nichts, sondern wir haben nur eine Zeitversetzung T0 hier vorne. Das heißt, dB setze ich weg, brauche ich nicht. R0 setze ich weg, brauche ich nicht, sondern ich nehme nur einen Zeitursprung. Dann vereinfacht sich die obere Gleichung ziemlich weit, weil diese Bs fallen weg, diese R0s fallen weg. Und das fällt alles weg. Übrig bleibt nur RI, RJ auf der linken Seite und halt dieser T-Term hier vorne. Das D fällt übrigens auch weg, weil das ja das Inverse von B ist. Wenn B wegfällt, fällt auch D weg. Also, wir sehen wunderschön unsere Gleichung hier vorne nochmal. In diesem Fall steht nur noch als besonderer Teil hier vorne das t minus t0 hier vorne. Und jetzt kann ich mathematisch einen ganz besonderen Trick machen. Ich kann einfach mal sagen, naja, was passiert denn, wenn ich mein kleines t0 einfach immer auf dieses große t setze? Wie sieht dann meine Kraftabhängigkeit wirklich aus? Dann steht hier, meine Kraft, die von Ort, Ort und Zeit abhängt, hängt von Ort, Ort und 0 ab. Wenn ihr das einfach einsetzt, dann steht da eine 0. Das ist ja seltsam. Was heißt das denn, dass etwas von 0 abhängt? Die Abhängigkeit von einer Konstanten heißt, dass es nicht von einer Variablen abhängt. Die Überlegung ist folgende. Wir könnten zum Beispiel sagen, naja, die Funktion f von x gleich x Quadrat, die hängt von der Konstante 7 ab. Und zwar aus folgender Art und Weise. Sie hängt davon ab, indem wir sagen, das ist 7 Siebtel mal x Quadrat. Das macht natürlich keinen Sinn, keinen Unterschied, weil es von jeder Konstante abhängt. Es hängt auch von 8 und 9 und 10 und 11 und 12 und jeder denklichen Konstante ab. Das heißt, die Abhängigkeit von einer 0 macht eigentlich gar keinen Sinn, weil wir könnten da jede Konstante hinschreiben. Das heißt, wenn wir eine Abhängigkeit von einer Konstanten haben, heißt das, dass wir keine Abhängigkeit haben. Eine Abhängigkeit von einer Konstanten können wir getrost ignorieren. Das heißt, diese Abhängigkeit von der 0 hier vorne ist eine Abhängigkeit, die wir ignorieren können. Das heißt, was steht dann, wenn wir diese Abhängigkeit ignorieren? Naja, da steht dann, wir haben eine Funktion von Ort, Ort und Zeit, die nur von Ort, Ort abhängt. Sie hängt also in Wahrheit gar nicht von der Zeit ab. Und das haben wir gesehen. Wie können wir uns das jetzt vorstellen? Das heißt, wir haben jetzt gezeigt, mathematisch, dass es zeitunabhängig ist. Wie können wir uns das vorstellen? Und die Antwort ist folgende. Wenn wir eine Kraft haben und wir sind jetzt am gleichen Ort, gleich bewegt, alles gleich, nur wir haben an einer anderen Zeit gestartet. Wir haben jetzt 10 Sekunden früher gestartet. Dann soll sich nichts verändern. Es soll, das Experiment soll nicht davon abhängen, an welchem Zeitpunkt wir gestartet haben. Denn das Teilchen hat keine Uhr dabei. Das kann nicht sehen, so, oh, der hat 10 Sekunden zu spät angefangen. Ich bin zwar in der gleichen Position und mein Nachbarteilchen ist in der gleichen Position, aber der hat 10 Sekunden zu spät angezeigt. Ich gehe jetzt zum Mond oder sowas. Macht gar keinen Sinn. Das heißt, solange unsere Zeit sogenannt homogen ist, kann ein Teilchen diese Zeit nicht wissen, kann ein Teilchen nicht wissen, welche Zeit es ist, und damit darf eine Kraft niemals zeitabhängig sein, wenn sie forminvariant sein soll. Das heißt, wir haben gezeigt, forminvariante Kräfte sind zeitunabhängig. Und das ist jetzt so unser erster wichtiger Schritt. Oh, die sind zeitunabhängig. Was ich vorhin gesagt habe mit der Homogenität der Zeit, dass die Zeit homogen dafür sein muss, ist die Aussage, dass wir unseren Zeitursprung beliebig irgendwo hinsetzen sollen. Denn wenn wir unseren Zeitursprung hier vorne nur auf konstante Werte setzen dürfen, zum Beispiel auf 5 Sekunden, 10 Sekunden oder so, dürfen wir ihn nicht immer einfach genau auf dieses T hier vorne setzen, was ja unser Grundsatz für dieses Argument war.
Das heißt, das Ganze gilt nur bei homogener Zeit, wo wir unseren Zeitursprung zu jeder einzelnen beliebigen Zeit setzen dürfen. Das gleiche können wir jetzt zum Beispiel mal für den Ort machen. Das heißt, wir sagen jetzt, ach, Geschwindigkeit brauchen wir nicht und wir brauchen auch keine Bewegung und wir brauchen auch keine Zeit, aber wir nehmen einen konstanten Ortsoffset. Damit testen wir die sogenannte Homogenität des Raumes. Und wir haben wieder genau das gleiche. Ich habe jetzt die Zeit hier weggelassen, weil wir gesehen haben, das ist zeitunabhängig. Dann haben wir wieder genau die gleiche Formel von hier oben. Wir sagen, die Zeit ist weg. Und wir sagen, naja, diese Rotationsmatrizen hier sind weg. Übrig bleibt immer nur das R0 hier vorne. Und beim R0 sage ich, das soll keinen Geschwindigkeitsterm haben, sondern nur einen konstanten Term. Und tadada, wir haben diese Formel hier vorne. Der rechte Teil ist genau der Teil, den wir oben gesehen haben. Und der linke Teil ist genau der Teil, den wir oben gesehen haben. D-Matrix ist weg, B-Matrix ist weg. Und der R0-Teil hier vorne ist einfach so ein C geworden. Und jetzt können wir wieder das gleiche Spiel machen. Wir setzen jetzt unsere Konstante einfach auf irgendeinen intelligenten Wert. Das dürfen wir natürlich nur tun, wenn wir unsere Konstante beliebig setzen dürfen. Das heißt, hier testen wir gerade die Homogenität des Raumes. Solange der Raum homogen ist, dürfen wir diese Wahl machen und wir erhalten wieder eine Abhängigkeit von 0. Wir erhalten aber zusätzlich, dass das von dieser seltsamen Differenz hier vorne abhängt. Dass es nur von der Differenz der beiden Ortsvektoren abhängt. Das heißt, wir haben gerade gezeigt, dass alle Kräfte, die im homogenen Raum sind, die von der Galilei-Transformation her invariant sind, die sind immer nur Kräfte, die entlang eines solchen Verbindungsvektors hier vorne liegen. Dieser Vektor hier vorne ist der Vektor Ri minus Rj. Das heißt, alle Kräfte liegen irgendwie von ihrer Abhängigkeit her an diesem Verbindungsvektor. Wir wissen noch nichts über die wirkliche Richtung der Kraft. Die Richtung der Kraft darf immer noch irgendeine Richtung zeigen. Aber sie hängt nur ab, ihre Größe hängt nur ab davon, was dieser Vektor ist, was dieser Verbindungsvektor ist. Und das ist schon mal ein sehr interessanter Fakt. Das heißt, es hängt nur davon ab, wie die beiden Teilchen zueinander stehen und nicht, wie sie überhaupt im Raum stehen. Und das macht natürlich auch Sinn, weil unsere Wahl unseres Ursprungs ist vollkommen willkürlich. Wir können unseren Ursprung hinsetzen, wo wir wollen. Wir können uns irgendwo in den Raum setzen und unsere Teilchen anschauen. Das sollte die Teilchen ja nicht interessieren, wo wir uns im Raum hinsetzen, um sie anzuschauen. Was ist das denn für ein Schwachsinn? Also insofern, solange der Raum homogen ist, sollten solche forminvarianten Kräfte natürlich nur relativ sein. Sollten nur sich aufeinander beziehen, auf diese beiden Teilchen. Okay, testen wir das nächste, die Isotropie des Raumes. Dafür setzen wir unseren Ursprung hier vorne. 0 brauchen wir nicht, haben wir gerade schon gemacht. Und wir setzen unsere Zeit 0, die brauchen wir auch nicht. Wir machen jetzt aber eine besondere Sache. Wir setzen unsere Matrix hier vorne nicht in der Identität. Das heißt, wir haben jetzt hier vorne diese Matrizen wieder drin. Ursprung brauchen wir nicht, haben wir schon. Zeit haben wir schon. Das heißt, übrig bleibt nur noch diese Matrix hier vorne. B mal RI, B mal RJ. Das sind die einzigen Terme, die hier noch übrig bleiben. Und wir wollen uns anschauen, was dann passiert. Aus RI und RJ ist ja jetzt diese Differenz geworden. RI minus RJ. Das heißt, hier steht dann nur noch drin B mal RI minus RJ. Und jetzt wird es etwas tricky. Jetzt wird es etwas schwierig, denn an dieser Stelle des Beweises kommt man nicht wirklich leicht vorwärts. Denn man müsste jetzt theoretisch ganz, ganz viel über Matrizen und möglicherweise sogar Ableitungen nach Matrizen wissen, um jetzt ordentlich vorwärts zu kommen. Außer wir verwenden einen kleinen Trick. Ich verwende jetzt den Trick, dass ich sage, meine Matrix B hier vorne soll jetzt in die Richtung zeigen oder in die Richtung drehen von diesem Verbindungsvektor. Das heißt, wenn ich meinen Matrix B auf diesen Verbindungsvektor anwende, soll das gleiche rauskommen. Das heißt, meine Matrix B dreht jetzt, meine Matrix B dreht jetzt um diesen Verbindungsvektor. Um diesen Verbindungsvektor hier vorne, wie ihr es hier seht, wird jetzt gedreht. Und wir schauen uns jetzt an, ob es möglich ist, dass eine Kraft irgendwo in so eine Richtung hier vorne zeigt. Ist diese Kraft dann invariant unter Galilei-Transformationen? Und die Erwartung ist, nein. Denn wenn eine Kraft in diese Richtung zeigen würde und wir uns darum drehen würden, würden wir hier die Kraft drehen, sie würde in eine andere Richtung zeigen. Dann wäre unsere Kraft nicht mehr die gleiche. Das heißt, wir würden jetzt erwarten, dass unsere Kraft zeigen darf von ihrer Richtung her nur in die Richtung des Verbindungsvektors. Sie hängt nur vom Verbindungsvektor ab, aber wir wollen jetzt zeigen, dass sie auch nur in diese Richtung zeigen darf. Schauen wir uns also an, was jetzt passiert, mathematisch.
Wir wenden jetzt diese Matrix hier vorne B auf diesen Verbindungsvektor an. Wir drehen den Verbindungsvektor, aber da wir uns um den Verbindungsvektor drehen, passiert natürlich mit dem Bindungsvektor nicht. Das heißt, hier passiert nichts. Andernfalls haben wir hier vorne die Matrix D stehen, die auch als B hoch minus 1 geschrieben werden darf. Und die multipliziere ich jetzt auf die andere Seite aus mysteriösen Gründen. Und übrig bleibt halt hier diese Kraft, bleibt halt die gleiche. Habe ich hier einfach nur weiter abgeschrieben. Jetzt steht hier, die Kraft ist das gleiche wie, wenn ich die Matrix an die Kraft multipliziere. Die Kraft ist das gleiche wie die gedrehte Kraft. Das geht nicht für alle Kräfte. Das geht nicht für Kräfte, die irgendwie senkrecht hier zu stehen, die sich drehen würden. Sondern es geht nur für eine einzige Form von Kräften. Und zwar die Kräfte, die parallel zu meiner Drehmatrix sind. Das heißt, wir sehen hier, unsere Kraft muss in die Richtung des Arguments zeigen. In die Richtung des Verbindungsargumentes zeigen. Das heißt, unsere Kraft, die jetzt erstmal beliebig von ihrem Argument abhängt, muss nur betragsmäßig vom Argument abhängen und in die Richtung zeigen von dem Argument selber. Das ist jetzt unsere Forderung. Unsere Kraft zeigt immer in die Richtung dieses Verbindungsvektors, beziehungsweise des gedrehten Verbindungsvektors. Das ist ein interessanter Schritt. Wir wollen jetzt weiterhin einführen, dass wir jetzt nicht immer RI minus RJ schreiben, sondern ich schreibe jetzt einfach RIJ hin. Das ist dann einfach die Differenz von RI und RJ. Und den Vektor in die RIJ-Richtung, den nenne ich einfach jetzt EIJ. Dann vereinfache ich mir das Schreiben. Denn wir wollen jetzt den allgemeinsten Fall durchsprechen. Wir wollen jetzt eine allgemeine Matrix drin haben. Aber wir wissen jetzt eine ganz interessante Sache. Wir wissen jetzt, dass die Kraft, die hier vorher ein beliebiger Vektor war, in die Richtung ihres Argumentes zeigen müssen. Entweder ihres Argumentes selber, wie hier vorne, das Argument selber, und dann zeigt es in die Richtung dieses Argumentes. Oder wenn das Argument gedreht ist, muss es natürlich in die Richtung des gedrehten Argumentes zeigen. Und dann benutzen wir einfach wieder unsere Gleichung von hier oben. Wir haben jetzt diese R0s haben wir weggeschmissen, die T's haben wir weggeschmissen, hier raus ist eine Differenz geworden. Und diese D-Matrix multipliziere ich hierüber für eine B-Matrix. Und zack, haben wir diese Gleichung hier gefunden. Diese beiden blauen Sachen hier vorne bezeichnen einfach nur, dass die Richtung unserer Kraft muss ja in die Richtung des Argumentes zeigen. Und dieses Grüne hier vorne ist diese Matrix, die normalerweise als D-Matrix hier vorne steht, die ich dann rüber multipliziert habe, dass sie hier vorne eine B-Matrix geworden ist. Und jetzt sehen wir was Besonderes. Diese beiden Vorteile hier vorne, diese beiden Vorkoeffizienten hier vorne, sind die gleichen. B mal EIJ und B mal EIJ. Die können wir wegtun. Brauchen wir nicht. Können wir durchteilen. Zack. Was übrig bleibt, ist diese Gleichung hier vorne. Und diese Gleichung ist besonders. Denn was steht hier? Egal wie wir unser RIJ hier vorne drehen, unsere Kraft bleibt die gleiche. Unsere Kraft bleibt die gleiche, egal wie dieses RIJ gedreht ist. Ob das RIJ nach oben zeigt, nach rechts zeigt, nach links zeigt, nach unten zeigt, ist vollkommen egal. Die Kraft bleibt die gleiche. Das heißt, sie darf auf keinen Fall von der Richtung abhängen. Denn dann wäre sie immer verschieden. Sie hängt also nur maximal von der Länge ab. Das heißt, hier vom Abstand, aber nicht, wie diese Teilchen im Raum gedreht sind. Das nennt man die Isotropie des Raumes, die Richtungsunabhängigkeit des Raumes. Und die haben wir jetzt gerade gezeigt. Unsere Kraft, die eigentlich von dem Vektor abhängen darf, darf in Wahrheit nur von der Länge abhängen und nicht von der Richtung, weil der Raum Isotropie ist. Wir haben also jetzt im Endeffekt gezeigt, dass alle geschwindigkeitsunabhängigen Galilei-Form-invarianten Kräfte zweier Teilchen im homogenen und isotropen Raum und homogener Zeit Zentralkräfte sind. Zentralkräfte sind dadurch gekennzeichnet, dass wir eine Kraft haben, die nur von der Abstand oder von dem Abstand zweier Teilchen abhängt und in die Richtung des Abstandes zweier Teilchen läuft. Und wir kennen solche Zentralkräfte. Zentralkräfte sind zum Beispiel die Gravitationskraft und die elektromagnetische Kraft. Und wir merken vielleicht gerade so, dass hier irgendwas Besonderes ist. Irgendwie scheint es so, als wären die fundamentalsten Kräfte invariant unter Galilei-Transformationen. Dies sind beide
ganz fundamentale Kräfte in der Physik, die Gravitationskraft und die elektromagnetische Kraft, sind zwei der fu vier fundamentalen Kräfte der Physik. Und wir sehen vielleicht schon, warum diese so fundamental sind. Sie sind nämlich auf jeden Fall invariant unter Galilei-Transformationen. Und ich kann euch sogar noch mehr verraten. Wenn wir über spezielle Relativität reden werden, werden wir sehen, dass sie nicht nur unter Galilei-Transformationen invariant sind, sondern sogar unter der allgemeineren Lorentz-Transformation. Dafür müssen wir aber erstmal ganz viel über relativistische Sachen und relativistische Effekte sprechen. Das kommt alles noch später. Heute haben wir aber gezeigt, dass wenn wir so ein bisschen mit diesen Kräften spielen und ein bisschen unsere schrittweise unsere Transformation hier vorne wählen, dass wir dann Sachen über diese Kräfte sagen können. Mit einer einfachen Forderung der zum Beispiel Invarianz der Form können wir dann unter Variation der hier vorne angelegten Bedingungen, der angelegten Zeiten zum Beispiel oder Ortsursprünge oder so, können wir dann Sachen über diese Kräfte aussagen. Und das ist eine ganz fundamentale Sache, die man auch zum Beispiel in der relativistischen Idee benutzt, um Sachen über die Kräfte zu zeigen, die Lorentz-invariant sind. Okay, das soll soweit von der Form von Kräften gewesen sein. Ich entschuldige mich nochmal, dass ich so ein bisschen noch verschnupft bin, noch ein bisschen so in der Krankheit bin. Ich hoffe, wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder. Bis dahin wünsche ich euch noch viel, viel Spaß. Tschüss!